von Michael Wolfson stand 18. November 2017 Lesedauer 7 Minuten. Der Historiker Michael Wolfson 70 vor seiner Gartenstadtheim Arbeiterbezirk Werding, 3,2 Millionen steckt herin. Die Sanierung dieser bis das ein Lebenswerk ist. Quelle Urheberrecht Daniel Biskup Böhmedia. Den Urwehr in seinem Wohnumfeld gut lebt, liebt seine materielle und ideelle Umwelt. Es bedarf gar nicht der Weltverbesserer, um die Welt besser zu machen. Zur Wiederherstellung des gesellschaftlichen Friedens brauchen wir Wohnraum mit menschlichen Proportionen, was die wenigsten wissen. Der Historiker Michael Wolfson hat einen Gebäudekomplex im Berliner Wedding, das unter großem Aufwand restaurierte Reformprojekt Gartenstadt Atlantic Austin 20 Ernest sein Anzer Stolz und Wohnen eines seiner Lebensthemen. Urheberrecht Welten 24 GmbH, alle Rechte vorbehalten. In deutschen Ballungszentren wird das Wohnen fast unbezählbar. Immer mehr Menschen ziehen in den Großraum. Besonders extrem ist die Lage in München. Dort reicht das Einzugsgebiet bald bis nach Österreich. Nicht alle freuen sich über die Eichenstädter Mietpreisbremse. Steuern, Energie und Maklerkosten. Die größeren Parteien haben ihre Konzepte für Mieter und Eigentümer erstellt. Ein Institut hat sie analysiert und bewertet. Ein Überblick für Wähler. Die Preisexplosion beiden Mieten droht deutsche Metropolen zu. Superstar-Cities zumachen, warnen Experten. Die dringend benötigten Neubauten aber kosten Zeit. 4 Vorschläge, wie es schneller geht. Mehr als 2 Milliarden Euro Umsatz machen Prüffirmen mit Kontrollen von Wasserleitungen auf Legionellenbefall. Doch neueste Erkenntnisse zeigen jetzt, dass die Infektionsgefahr aus dem Hahn überschätzt wird. Bei Hart aber fair streiten die Gäste über die richtige Politik für den angespannten Wohnungsmarkt. Ein Vertreter der Immobilienbranche fällt mit mangelndem Mitgefühl auf, um dem Elend auf dem Wohnungsmarkt zu entkommen, bleibt Uralenwegs, aber den verraten wir nicht. Stattdessen bekommen sie ein paar andere Tipps, die sie bei jeder Besichtigung einzigartig machen. In den Hinweisen zu einem Mieturteil greift ein Richter am Landgericht Berlin das Gesetz an. Es verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz im Grundgesetz. Der Streit über die Preisregel dürfte sich nun verschärfen.